Maike Krüger. Hallo aus Berlin. Ich könnte ihm ja auf Anhieb mindestens 5 Ständchen singen. So viele seiner Lieder kenne ich beinahe in- und auswendig, aber das Singen, das überlasse ich dann doch lieber ihm. Seinen Namen hatte einem Pulli zu verdanken, den er mal auf einem Konzert in sehr jungen Jahren trug. Der war nämlich gelb-schwarz geringelt und seine Bandkollegen fanden, dass er aussah wie eine Wespe und hänselten ihn, hätte wohl auch einen Stachel. Sting, der Name war geboren. Doch Gordon Matthew Sumner, der wurde schon am 2. Oktober 1951 geboren, also feiert er bald seinen 65. Geburtstag, was wir ihm wirklich nicht ansehen können. Herzlichen Glückwunsch, Sting. Ja, warum auch nicht? Bei den meisten Musikern ebbt die Leidenschaft für das Spiel auf der Bühne nicht ab, so wie bei Sting. Aber dann gibt es auch noch den ganz seltenen Fall, da kommen Musiker erst sehr, sehr spät auf den Geschmack, überhaupt Konzerte zu geben. Deutsch ist eine schwere Sprache, das hören wir hier ja immer wieder. Aber manchmal hilft ja auch etwas Alkohol, um die Zunge zu lösen. In unserem Sprachkurs mit Bier auf dem Oktoberfest lassen wir Menschen aus aller Welt die Slogans bayerischer Brauereien aufsagen. Und das ist nicht nur schwer, weil sie dann Deutsch sprechen, sondern auch verstehen müssen, was uns diese Werbebotschaft denn überhaupt sagen will. Ah ja, irgendwie dreht sich in Deutschland ja offenbar eine ganze Menge ums Bier. Diesen Eindruck gewinnen Touristen jedenfalls ziemlich oft. In unserer Serie Willkommen in Berlin zeigen wir in dieser Woche, was die Gäste aus aller Welt in der Hauptstadt erleben wollen. Und eine der Attraktionen, das ist das Gasthaus Georg Breu. Deutsches Essen mit deutschem Bier. Aber internationalen Besuchern, die manchmal doch zweifeln, ob sie beim Anblick der Gerichte der kulinarische Mut doch noch verlässt. Die Schweizerin Sylvie Fleury liebt Mode leidenschaftlich. Schuhe von Prada oder Kleider von Yamamoto. Die teuren Designer kennt sie alle und verfolgt die Trends in der Mode. Aber sie ist kein Fashion-Victim, sondern eine Künstlerin. Und zwar so erfolgreich, dass sie sich ihre Lieblingsstücke tatsächlich leisten kann. Ihre Werke beschäftigen sich mit Glamour, Luxus und Konsum. Eine Retrospektive zeigt sie gerade in der Villa Stuck in München. Und sie selbst führt uns jetzt durch die Räume. Von der Villa Stuck in München geht es jetzt in ein Haus, das noch weiter südlich in Europa liegt. Die Architektur ist ungewöhnlich und deshalb jetzt das Ziel in unserer Rubrik Euromax Ambiente. Häuser sehen ja oft im Grundriss aus wie Quadrate. Dieses Haus aber ist einem Buchstaben nachempfunden. Welchem? Das zeigen wir Ihnen jetzt, denn wir durften einen Blick darauf werfen, bevor es dann tatsächlich hineingeht. Ja, und ich verabschiede mich mit einer ebenfalls tollen Aussicht. Für das Lichterfest Berlin leuchtet wird das Brandenburger Tor nämlich zurzeit in verschiedene Farben getaucht und mit verschiedenen Motiven angestrahlt. Das sieht wirklich spektakulär aus. So, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.